Watchmore. Am Morgen um 7 Uhr im Hotelzimmer vom frischgebackenen Mr. Schweiz 2009. Der André Reitenbuch macht sich ready für seinen ersten Tag im Amt. Wie fühlt sich das echt an, wenn man über Nacht zum schönsten Mann der Schweiz geworden ist? Der André weiss es. Hammer. Es ist wirklich ein mega Gefühl, weil ja, ich kann es werden, jetzt bin ich es. Es ist super, es sind irgendwie Gefühle. Ich weiss, gestern Abend, ich realisiere es noch gar nicht wirklich, was alles auf mich zukommt, aber ich weiss, es ist ein mega scheiß Gefühl. Mehr kann ich eigentlich gar nicht sagen zu dem. Und das muss er auch nicht, weil jetzt heisst es für den André einfach nur einmal lächeln, Muskeln anspannen und noch mehr lächeln. Kaum 8 Uhr am Morgen und das erste Fotoshooting ist schon voll in Gang. Seine Freundin Zara ist aber nicht um. Sie bleibt ganz bewusst im Hintergrund. Ich will sie ja nicht in den Vordergrund sehen. Irgendwie also einfach jemanden haben, den ich abschalte. Also ich will sie nicht zu gross in den Medien haben. Weil sonst, ja, sonst ist es auch nicht mehr das Gleiche, wenn ich... Ich will einfach sie haben, also ich will abschalten und das kann ich mit ihr geniessen. Sichtlich geniessen tut er auch seinen ersten Tag. Und das, obwohl er nicht einmal 3 Stunden geschlafen hat. Aber als Naturbub ist er sich früh aufstehen gewohnt. Also ich bin zum Teil schon morgen um 3 Uhr aufgestanden und losgelaufen, sodass du rechtzeitig auf dem Gipfel oben gesehen bist. Von dem her, also ist es nicht so schlimm. Zum an die Spitze kommen gibt er also alles und bleibt dabei ruhig und gelassen. Ich fühle mich wohl. Bis jetzt ist es gut. Wir wünschen ihm, dass das sein ganzes Amtsjahr durch so bleibt.